Einen wunderschönen guten Abend. Darf Sie recht herzlich begrüßen zum Neujahrsempfang hier im Schloss Nymphenburg. Heute Morgen ist uns klar geworden, als wir die 165. Anmeldung hatten, dass wir tatsächlich komplett ausgebucht sind. Und da waren wir sehr stolz und wir freuen uns, dass Sie alle hier sind. Herzlichen Dank dafür. Mittlerweile sind seine Veranstaltungen überregional bekannt. Er hat das richtige Händchen dafür, Menschen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen. Für mich ist er Mr. Network. Begrüßen Sie mit mir Herrn Cajetan Brandstätter. Wow, ich bin begeistert. Danke, dass Sie heute alle so zahlreich gekommen seid. Danke. Aber ich möchte auf jeden Fall es nicht versäumen, doch ein paar Leute persönlich zu begrüßen. Was glauben Sie, ist für Österreich der wichtigste Außenhandelspartner? Und wenn Sie vermuten, dass Deutschland der größte Partner ist, dann haben Sie recht, aber man kann es sogar runterbrechen. Es ist nämlich Bayern. Die Herausforderungen, die der Mittelstand hat, hat auch die Politik zu bewältigen. Ich mache es gern mit dem Buchstaben D. Der erste Buchstabe D steht in dem Fall für das Thema Digitalisierung. Dem müssen wir uns alle stellen. Aber jetzt gehen wir mal zu dem, was wir heute ein bisschen vorstellen wollen. Das ist der BVM-Idee. Ich hätte die ganz große Bitte, meine restlichen Gründungsmitglieder auf die Bühne zu kommen. Was sind unsere Kernthemen? Was wollen wir eigentlich mit unserem Verein, mit der Bundesvereinigung erreichen? Wir wollen einfach Lobbyarbeit leisten. Das heißt einfach, wir geben dem Mittelstand eine Stimme. Ist, glaube ich, für Social Media bahnbrechend. Danke, ich habe mich so gefreut, Kai, als du mich gefragt hast, ob ich heute hier eine kleine Einlage spielen möchte für 10.000 Euro. Ja, ich habe das Geld sofort überwiesen. Event wie hier, so eine Stimme war außergewöhnlich. Kunst, Kultur, und wir haben auch noch Buffet gehabt und wir durften netzwerken. Also alles in allem eine runde Sache. Es war sehr interessant, also ich habe viele Connections schließen können. Als ich ankam, war ich überrascht, wie viele Leute heute Abend da waren. Hatte mit nicht so vielen gerechnet, war proppevoll. Ja, ganz hervorragend. Es war wirklich ein sehr innovatives Programm. Hervorragendes Netzwerk. Ich komme aus Bochum, bin 7 Stunden gefahren. Die Anfahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war wirklich sehr, 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 sehr gut. Das Netzwerk hier ist mega. Ich habe viele tolle, interessante Gespräche geführt und komme gerne auf die nächste Veranstaltung wieder. Sehr gut. Ich habe sehr nette Leute kennengelernt und ich hoffe, das eine oder andere wird sich entwickeln. Es sind so viele interessante Leute hier und ich bin selber überrascht. War eine schöne Veranstaltung, viel mitgenommen, einige schöne Kontakte gemacht. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Also ich habe ganz vorsichtig mit 100 Leuten gerechnet und als jetzt über 160 gekommen sind, davon war ich wirklich weg.